Was sind die besten Perks in Modern Warfare 3 Zombies? Naja, die Perks, mit denen ihr am besten klarkommt, sind für euch natürlich auch die besten. Dennoch kann man eine sehr gute Reihenfolge festlegen von den Perks. Deswegen jetzt einmal Platz 9 bis Platz 1. Fangen wir an mit Platz 9 auf der Liste. Und zwar haben wir hier den Dr. Rutscher. In Dr. Pop. Das Komische ist, dass der Name Dr. Rutscher sich eigentlich auf die alte Funktion bezieht, dieses Perks. Und zwar war das so, dass wenn man dieses Perk getrunken hatte und man gerutscht ist, dass man dann eben Schaden, also einen Feuerspur hinterlassen hat und damit Zombies töten konnte. Das geht jetzt nicht mehr. Jetzt geht es nur durch den Hechtsprung. Also wir trinken die Dose, machen dann einen Hechtsprung und lösen damit eine Explosion aus. Von je höher wir springen, also wir können sozusagen von ganz hohen, von Hubschrauber, von Hochhäusern runterspringen, entsprechend steigert sich dann der Radius der Explosion und wir kriegen generell keinen Fallschaden mehr, sobald wir Dr. Rutscher Intus haben. Das ist sozusagen der schlechteste Perk, der sinnloseste, aber für eine Sache hat er einen ganz, ganz großen Zweck, und zwar für Explosionswaffen. Das sei jetzt nur mal eine RGL-28 gesagt oder eine Armbrust mit Explosionsschaden oder aber auch die berühmte Raygun, die Wunderwaffe, die auch Explosionsschaden an euch selbst macht, wenn ihr Dr. Rutscher nicht Intus habt. Also Dr. Rutscher für gewisse Situationen ein sehr, sehr wichtiges Perk, ansonsten hier auf dem letzten Platz. Auf Platz 8 haben wir den Grabsteinsprudel, und zwar hat sich der im Vergleich zu den Zombie-Teilen vorher stark verbessert, was den Sinn angeht. Es ist nämlich so, dass ihr nach dem Tod einen Grabstein hinterlasst und wenn ihr dann wieder in die Runde reingeht, denselben Grabstein wieder vorfindet. Wenn ihr den plündert, dann findet ihr eure alten Items, das heißt, ihr könnt praktisch da weitermachen, wo ihr aufgehört habt. Das ist grundsätzlich erst einmal ein sehr starkes Perk, aber das Ding ist einfach, dass man nun mal relativ selten stirbt. Ihr werdet von euren Kollegen, euren Teammates oder auch von den anderen 23 Spielern auf der Map aufgehoben. Als Solospieler habt ihr eventuell viele Wiederbelebungen dabei oder sogar einen Hund, sodass einfach der Todesfall an sich tatsächlich am Ende des Tages gar nicht so oft eintritt, vor allem nicht in den äußeren Zonen. Und wenn ihr da mal in der inneren Zone sterben solltet, ist es da ja auch nicht so leicht, sich wieder zu alles wieder zu holen. Also dieser Grabsteinsprudel ist auf jeden Fall eine coole Sache und kann zum Beispiel gut benutzt werden am Ende einer Session. Wenn ihr sagt, okay, ich zocke jetzt meine letzte Runde, dann erst am nächsten Tag wieder, dass ihr dann den Grabsteinsprudel mitnimmt und dann nicht extrahiert, sondern absichtlich sterbt sozusagen, damit ihr am nächsten Tag wieder full equipped reingehen kann. Momentan ist es so, dass bei Tod sich das Geld verdoppelt. Wir wissen nicht, ob das ein Glitch ist, wir gehen sehr davon aus, also dass es ein Bug ist. Das heißt, wenn ihr 10.000 fallen lasst und wieder reingeht und euren Grabstein plündert, habt ihr 20.000 drin. Das kann momentan halt ausgenutzt werden. Ich denke aber mal, dass das nur von kurzer Dauer sein wird. Auf Platz 7 haben wir die Elementarlimo. Und zwar ist es hier so, dass jeder Schuss eine Chance auf eine auf eine Munitionsmodifikation hat. Eine Munitionsmodifikation. Einmal 10 mal schnell sagen, bitte. Jedenfalls ist es so, dass dadurch eben einige Gegner viel, viel leichter zu killen sind. Vielleicht wisst ihr es, vielleicht nicht, aber die Bosse sind halt anfällig auf bestimmte Munitionstypen. So ist es dann so, wenn ihr zum Beispiel auf einen Boss schießt und der Munitionstyp wechselt, ihr immer einen Munitionstypen wahrscheinlich drin habt, der besonders viel Schaden macht. Und das ist dann entsprechend eine ganz gute Fähigkeit. Allerdings auch hier sehr zufällig, random, deswegen auf Platz 7. Auf Platz 6 lungert die Todeswahrnehmung herum. Und zwar ist es so, dass ihr Loot und Ressourcen in Ecken sehen könnt. Das ist sehr cool, zum Beispiel auf dem Dach sind noch Ressourcen, da könnt ihr oben kurz hingehen und entsprechend die Essenz holen, die ihr sonst vielleicht liegen lassen würde. Das ist jetzt aber jetzt an sich ja nicht so ein starkes Perk, aber die eigentliche Stärke ist momentan die Stärke gegen die Menschenbots. Und zwar ist es so, dass die Menschenbots momentan absolut OP sind. Die sind so stark, die machen so viel Schaden. Und mit dieser Todeswahrnehmung seht ihr eben diese Menschen bereits um die Ecke und könnt nicht überrascht werden. Gerade wenn ein Menschenbot um die Ecke steht mit einer Shotgun und euch einfach fertig machen will, 3 Schuss und ihr seid down, könnt ihr eben darauf eingehen und den Bot killen, bevor er euch Schaden zufügt. Deswegen die Todeswahrnehmung hier auf Platz 6. Jetzt sind wir schon bei den Top 5 und hier sind wirklich gute Perks am Start. Wir fangen an mit der Schnellwiederbelebung. Nach Beschreibung ist es so, dass die Schnellwiederbelebung dafür sorgt, dass ihr Teammates schneller aufheben könnt und zwar um 50%. Für mich als Solospieler absolut, absolut unnötiges Perk so gesehen. Aber es hat auch noch eine zweite Fähigkeit, die in der Beschreibung nicht steht. Und zwar ist es so, dass ihr 50% schneller regeneriert. Das heißt, die Zeitdauer, bis eure automatische Heilungsregeneration beginnt, diese Zeitdauer ist um 50% gekürzt. Also ihr regeneriert viel schneller euer Leben wieder. Und damit ist diese Schnellwiederbelebung ein unglaublich wichtiges Perk, gerade für die schwierigeren Zonen.
Während die Schnellwiederbelebung also für mehr Leben sorgt, sorgt das Todesdaikiri jetzt aber für mehr Schaden. Und zwar ist es so ganz wichtig, sobald ihr in ADS geht, also es geht nicht aus dem Hipfire, sobald ihr also in die Zielvorrichtung reingeht, dann ist es so, dass ihr kritische Treffer verursacht, also automatische Headshots und so weiter. Das bedeutet, dass euer Schadensaustausch bei Ausstoß sich drastisch erhöht. Also ihr macht wirklich massiv mehr Schaden mit dem Todesdaikiri und deswegen ein sehr, sehr starkes Perk auf Platz 4. Schaden ist eine Sache, aber Leben ist dann doch wieder nochmal wichtiger und deswegen auf Platz 3 der Juggernog. Der Juggernog ist nicht mehr so stark wie früher, aber er gibt euch immer noch 50% mehr Leben, was auch hier wieder in oberen Zonen unglaublich wichtig ist. Ich würde sagen, sogar essentiell ist, wenn ihr in die dritte Zone reingeht, also in den roten Bereich. Juggernog 50% mehr Leben, absolutes Pflichtperk, sollte man eigentlich immer dabei haben. Auf Platz 2 haben wir jetzt die Tempo-Cola. Jetzt sagen einige, eigentlich gehört Juggernog auf Platz 2 und Tempo-Cola nur auf 3. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich finde, die Tempo-Cola auf Platz 2 ist doch ein bisschen stärker. Zum einen haben wir hier die Platten, die wir nachfüllen können. Das heißt, wir haben hier sozusagen auch unsere Möglichkeit, unsere Überlebensrate zu steigern, indem wir Platten ultra schnell nachsäcken. Und Platten sind nun mal sehr, 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 sehr stark. Der Punkt ist es aber auch, dass wir unsere Magazine schnell nachladen. Also schnelleres Nachladen von den Waffen und von den Platten. Und gerade ich als Nachladen Legastheniker oder wie man auch mal sagt, also ich schieße eine Kugel ab und dann lade ich teilweise schon nach. Mir bringt diese Tempo-Cola nochmal mehr und diese Kombination Platte und Magazine schnell nachfüllen ist unglaublich stark. Es ist übrigens der erste Bauplan, den ich gefunden habe. Also da habe ich wirklich Glück gehabt. Seitdem habe ich die Tempo-Cola eigentlich, wenn es geht, immer dabei. Und auf Platz 1, der Sieger, der Rächer, der Entrecheten, der Kaugummi, der an euren Schuhsohlen, also die Standhaftigkeit ist Perk Nummer 1. Ja, ihr seid einfach damit schneller wichtig, gerade wenn ihr rennt und wenn ihr sprintet, habt ihr einfach eine wesentlich höhere Geschwindigkeit und das führt automatisch dazu, dass ihr viel, 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 viel besser den Zombies ausweichen könnt. Ihr rennt einfach durch die Gegend und die Zombies können euch nicht einholen. Das ist so stark, gerade den Hunden auszuweichen in der Zone 2. Dafür reicht tatsächlich die Standhaftigkeit schon. Zumindest wenn ihr keine Waffe in der Hand habt, dann könnt ihr den einfach wegrennen. Also ab dem Moment seid ihr sozusagen nicht verwundbar vor Nahkampfangriffen. Und in der Zone 3 ist es absolut essentiell, weil euch sonst wirklich jeder Zombie einholt. Die Zombies in Zone 3 sind so schnell. Ohne Standhaftigkeit würdet ihr praktisch niemandem entkommen können. Also ein absolutes Pflichtperk, gerade in oberen Stufen. Und denkt dran, gerade das Rennen und Sprinten, also das normale Gehen solltet ihr sowieso sein lassen. Am besten sogar Autosprint einschalten. Das verhilft euch dazu, allen auszuweichen. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass bald ein neues Perk dazukommt. Wir haben bald den Start von Season 1 und irgendwann Season 1 oder Season 2 werden wir ganz sicher neue Perks dazu bekommen. Ich könnte gerne mal sagen, was euer Wunschperk wäre. Was mich auch noch mehr interessieren würde, ist, ob ihr mit der Reihenfolge einverstanden seid oder ob ihr sagen würdet, nee, das eine oder andere Perk finde ich persönlich nochmal viel, 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 viel wichtiger. Was jetzt das Wunschperk angeht, ich kann mir gut vorstellen, und würde mir tatsächlich auch wünschen, dass der Eselstritt wiederkommt. Also, dass das möglicherweise der erste Perk ist, der uns wieder erreicht. Wer das nicht kennt, erkennt der Mule Kick. Der sorgt praktisch dafür, das ist zumindest die wichtigste Eigenschaft jetzt erstmal, dass ihr eine dritte Waffe tragen könnt. Und es ist ja tatsächlich so in der MWZ, dass wir trotz Rucksack keine dritte Waffe tragen können. Deswegen eigentlich absolutes Pflichtperk. Ich bin mir ziemlich sicher, ich würde sogar wetten darauf eingehen, dass das Mule-Perk einer, wenn nicht sogar der erste Perk ist, der mit der nächsten Erweiterung ins Spiel kommen wird. Leute, ich verabschiede mich an dieser Stelle, sage hasta luego und hasta la vista. Ciao, ciao, ciao.